Hallo Leute, ich bin Elisa von Hauptstadt Sport TV. Ich bin hier gerade vor der Schwimmhalle Schöneberg und hier findet gleich das Finalspiel vom Deutschen Supercup statt. Präsentiert von Wasserball TV und BBF Bike. Das erste Spiel des Finaltages ist quasi das Spiel um Platz 3. Potsdam gegen Duisburg hieß die Begegnung. Hier der Treffer des Potsdamers Erik Niers. Aber auch er konnte ihn nicht verhindern. Den Sieg für Duisburg, nämlich 10:9 am Ende Duisburg gegen Potsdam. Ich habe gerade die Jungs von der U13 vor der Kamera. Zeigt mal, was ihr macht, um euer Team zu unterstützen. Let's go, Spondo! Let's go! Hey Lukas, warum bist du heute hier? Weil Wasserball einfach ein super geiler Sport ist und hier super Stimmung ist. Weil ich spiele selber und die Mannschaft sind einfach super. Sascha, wie bist du heute drauf? Ich bin super drauf. Mega Stimmung, super Spiel. So, Hendrik ist heute hier, um die Wasserfreunde zu unterstützen. Warum glaubst du, dass sie gewinnen? Ja, Spandau spielt zu Hause und es ist immer ein großer Vorteil, wenn man schon zu Hause spielt. Ja, und während das andere Spiel noch lief, machten sich die Wasserfreunde Spandau so langsam warm und bereit, aber irgendwie waren sie nicht heiß aufs Spiel, denn sie kamen nicht richtig auf Betriebstemperatur. Waspo Hannover mit dem besseren Start, mit dem ersten Toren, 2x5-Meter-Treffer. Und dann braucht die Wasserfreunde ein bisschen. Luc Gielen mit dem ersten Tor, 1:3. Aus Sicht der Wasserfreunde zu diesem Zeitpunkt und zur Halbzeit stand es dann 3:6. Aus Spandauer Sicht Waspo mit der besseren ersten Halbzeit. Da mussten die Spandauer in Sachen Offensivkraft zulegen. Erste Halbzeit ist vorbei. Wie ist es denn gelaufen? Ja, für Spandau war es ein schweres Spiel. Waspo macht das bisher sehr, sehr gut. Spandau nutzt die Chancen nicht, hat ein, zwei unglückliche Situationen und Waspo macht das bisher sehr, sehr stark. Mal gucken, ich glaube, Waspo kommt nochmal zurück. Spandau kommt nochmal zurück, sorry, Waspo führt. Aber ich glaube, es wird eine ganz enge Kiste am Ende. Aber mal schauen, ich drücke Spandau die Daumen, aber es wird nicht einfach, glaube ich, gegen Hannover. Die sind stark heute. So, und damit rein in die zweite Hälfte. Die Spandauer spielen nun von links nach rechts und die Spandauer, die Wasserfreunde, warfen dann auch das eine oder andere Tor, so wie hier Marin Restovic. Aber im weiteren Spielverlauf gelang es ihnen immer weniger, weitere Torchancen herauszuspielen. Es waren dann die Hannoveraner, die die nötige Zielstrebigkeit an den Tag legten. Mit dieser vereitelten Chance machten die Kollegen von Waspo eine Minute vor Schluss den Sack zu. Und auch wenn es am Ende ganz knapp ausgeht, Waspo gewinnt den Deutschen Supercup mit einem 9:8 Sieg. Wasserfreunde Spandau 04, ASC Duisburg, OSC Potsdam und Waspo Hannover, so hießen sie die Teilnehmer des 18. Deutschen Supercups in Berlin ausgetragen. Und der Titel, der ging dann nach Hannover. Herzlichen Glückwunsch, Waspo. Und da musste sogar der Trainer mit rein ins 24 Grad warme Nass. Tolle Bilder zum Abschluss einer tollen Veranstaltung. Nee, ich habe mir das nicht vorgenommen, aber es ist selten, dass das nach Siegen nicht so passiert. Von daher habe ich ein bisschen Zeit gehabt, mein Handy wegzulegen und das ist auch okay so. Ja, wir haben auf jeden Fall den Anfang verschlafen und das gegen Waspo und gegen so eine Supermannschaft wieder aufzuholen, war schwer, war kräfteraubend. Da hat am Ende wahrscheinlich dann einfach die Konzentration gefehlt, um das Ding noch wieder umzudrehen.